Hallo meine lieben Freunde der Action, Horror und Splatter-Spiele. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Versuch, nicht völlig zu versagen. Und hier sind wir nun wieder auf Pandora mit der Desert Falcon, mit Obi-Wan 0815 und natürlich mit mir, Darkmind 84. Also viel Spaß dabei! Aber die Warnung bei der einen beim Granatenmod ist noch geil. Warnung, nicht in geschlossenen Räumen verwenden. Schaden hängt vom Level des Spielers ab. Hast du den behalten? Den habe ich glaube verkauft. Den habe ich noch behalten. Aber jetzt gerade nicht mehr ausgerüstet. So, wieso habe ich denn jetzt die Waffe hier? Kunde mal. Ah, okay. Ah, geile Waffe. Gun. Sieht so aus, als wären wir soweit. Dann gehen wir mal ein paar Schädel einschießen. Oben links, genau. Und Wasserkopfzwerg. Kommt runter. Ja. Ich bräuchte eigentlich mal ein gutes Maschinengewehr. Dann klepp ihn nicht mal die Fresse halten. Burn, baby, burn! Motherfucker! Burn, motherfucker! Ich mache inzwischen halt 400 Schaden mit meiner Special-Fähigkeit. Auch nicht schlecht. Das ist schon krass. Wo ist denn unser Clappy? Der müsste doch jetzt hier irgendwo rumliegen, oder? Ah, hier wird er gerade verprügelt. Ah. Ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen zugeguckt. Ich habe schon wieder irgendeine Herausforderung geschafft. Ja, eigentlich hätten wir da mal zwischendurch mal so einen Blick drauf werfen sollen. Genauso wie Trophies. Boah. Es wird überbewertet. Flieg, du Zwerg! Ganz dumm, wenn er direkt vor mir landet. Guck mal, eine ganz schön gute Reichweite der Geschützturm, muss ich ja sagen. Aber ich vermisse schon ein bisschen den Mordecai. Den Sniper aus dem ersten Teil. Ja. Ja, den Vogel habe ich so geil gefunden. Er hat so viel Arbeit gemacht. Stimmt. Einmal Vogel los, 10 Gegner weniger. Ganz viel Geld hier überall. Plus 2 Dollar. Plus 2 Dollar. So, was haben wir denn hier oben? Irgendwo muss man hier was machen. Finde ja? Flint. Clappy kann keine Treppen laufen. Das wundert mich jetzt auch nicht. Oh, da sind ein paar Freunde. Jemand zum Spielen.
So, noch einer. Wo ist er denn? Oh, der schmeißt eine Granate. Weg ist er. Obi? Jo. Energy für dich. Bitte? Energy für dich. Ja, komme. So, wo ist denn jetzt das Ding, damit wir Claptrap hochziehen können? Jo, hier muss es ja in der Nähe sein, nein, nicht ganz. Einfach mal den unauffälligen Pfeilen. Ah ja, die kleinen. Die man fast nicht sieht. Richtigen. Ja. Das übersieht man schon leicht. Oh, da sind Gegner. Oh ja. Oh nein! Oh was? Bin runtergefallen. Nein. Verflucht. Viel Spaß beim Hochlaufen. Ich mach dann mal ein bisschen an meinem Treppensteig-Skill ein bisschen weiter. Ja. Na, ich nehme die jetzt mal mit dem Sniper unter Beschuss. Die sich nicht verstecken würden. Und ich schmeiß einfach mal meinen Geschützturm in die Runde. Ach, da ist er ja wieder. Schmeißen Granaten, schmeiß Granaten. Flankier die jetzt einfach mal hier. Ich bin nicht schon die ganze Zeit dabei. Meint ihr, die Headshots kommen von alleine darüber? Ich mache auch Headshots, aber ist okay. Ich weiß nicht, ob ihr den Schaden seht, der verursacht wird, wenn der Crit 800 steht. Also das hatten wir ja schon mal in der Shooting Range da in dieser komischen Stadt. Ja. Da haben wir es, habe ich ja deinen nicht gesehen, weil jetzt habe ich mich gar nicht drauf geachtet, muss ich ehrlich sagen. Hier sind noch zwei Shotguns im Klo. Obi? Schau ja gerade. Die Genauigkeit ist hoch, höher, aber der Rest ist scheiße, also mir ist egal. Gut, dann nehme ich einfach eine. Ich vergleiche mal. Okay, die andere hast du jetzt. Irgendwie. Hey, Claptrap und ich haben viel gemeinsam. Ich hab ihn hochgeholt. Das ist doch ganz gegen deine Natur. Ah, ich hab mir gedacht, ich hilf ihm mal. Braucht jemand Muni? Für was? Alles, außer Schrotflinte. Das ist nicht hier. Das brauch ich nicht, das brauch ich nicht, brauch ich nicht. Das brauch ich. Voll. Sniper-Muni. Voll. Ich habe alles genommen, was ich brauche. Das Schlimme ist, diesmal kann man auch nehmen, wenn man eigentlich schon voll hat. Ja. Ah, und was passiert denn damit? Dann blockiert man sich damit seine anderen Plätze, oder was? Naja, dann ist einfach weg. Das ist ja das Problem, was wir hatten vorher schon. Ah, das ist ja doof, aber das ist wohl gut zu wissen. Eben, dann nicht mehr hinrennen und einfach nur Viereck drücken, sondern vorher mal ein bisschen schauen. Alles klar. Aber bis ich mir die Symbole merken kann. Er stellt keine Fragen. Ich bin sicher, dass wir das schon bald wiederholen werden. Oh, ich hab mich schon wieder ausgerüstet. Ich geh mal gucken, was Claptrap da unten macht. Er tanzt. Also, wenn man das Tanzen nennen kann. Ich habe eben nur noch eine Waffe verkauft. Das sieht irgendwie nach Parkinson in Slow-Mo aus. Ah, Claptrap ist schon eine coole Sau. Bin gleich soweit, ich würde nur gerne kurz eine Waffe testen. Ja. Ich musste dafür sorgen, dass er aufhört zu tanzen, Entschuldigung. Unsere neuen Folterpüppchen, Jungs!
getting hot in here. Captain Flint, burn, baby, burn. Oh, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich weiß nicht, wo ihr seid. Mitten in der Scheiße, wenn ich so sagen darf. Auf jeden Fall hat er einen Anker. Unser Captain. Ich glaube, ich rüste mal die Sniper aus. Mal schnell was gucken. Wen schießt ihr denn gerade so? Ich reinige jetzt erstmal das hier am Boden. Nee, ich. Eure Hitpoints sehe ich nicht. Muss mal festzustellen. Oh nein. Wo bist du? Mitten unter Feuer. Das ist schlecht. Hey, hier hat einen, einen Killer. Oh Gott. Oh ja, und vor mir spawnt direkt einer. Was soll denn der? Irgendwie mache ich mit dem Headshot nur 95 Schaden mit dem Sniper. Das ist jetzt nicht dazu. Bleib mal hier stehen. Bleib mal stehen. Jetzt habe ich ein Problem. Ich auf die Hilfsbude, das. Oh, er brennt. Sagen wir doch, burn, baby, burn. Gibt trotzdem ein bisschen nach... ich brenne auch. Desert, du hast eine Aufgabe. Ich komme. Können Sie mich mal durchlassen? Also, wo seid ihr noch denn? Lebe ich. Sagen wir es mal so. Oh, toll. Und der Typ nervt. Ich glaube, das wird nicht überleben. Nein, ich bin. Oh Gott. Was, die denkt mit? Sehr schön. Ja, es war gerade wieder aufgeladen. Vielen Dank, vielen Dank. Oh, er kommt auf mich zu, glaube ich. Ich lenke ihn ab. Mein Gott. Ja. Nee, nicht du. Doch, du hast gesagt, mein Gott. Oh, verdammt! Obi, du stirbst sehr schnell. Ja, ich, wenn ich hier die ganze Zeit ohne mich geht er nicht runter. Ich mach 400. Damit. Das hab ich auch nicht gewusst, dass ich so schnell sterbe jetzt. Aber mir geht's auch nicht halt besser. Mir geht's auch nicht besser. Komme. Ich wollte halt wieder von hinten, dass ich mal endlich den runterkrieg, wenn ihr mit den Waffen nichts ausrichten könnt, wisst ihr? Das heißt, wir richten nichts aus. Ja. Echt mal. Tja, ich liege auch am Boden. Sieht aber sexy aus. Sogar meine Pixel sind sexy. Wow, ich brenne. Ein gutes hat es ja. Namen, alle Ehre. Eben ein gutes hat sie, es gibt wieder Munition. Es gibt immer noch etwas zu lernen. Oder auch nicht. Na doch, hier. Ach Gott, Finn. Oh, damn it. Ich lauf schon, ich lauf schon, ich lauf schon. Das hat den Kill weggeschnappt. Was habe ich dir weggeschnappt? Ich hab den Kill weggeschnappt. Sorry, da bin ich immer wieder belebt. Auch schön so. Stirb, stirb, stirb! Echt mal. Headshot! Und Metzli mit dem Messer. Yes! Hab ding, ihn. Ding, ding! Level 8!
Schön, was hat da alles blutet? Nichts Tolles eigentlich. Nö, nicht wirklich. Hier liegen noch Pistolen. Nimm mal eine. Bamanos, Untertan. Wenn ich schon mal in dem Menü bin, kann ich den Skillpunkt eigentlich auch gleich vergeben. Ja, das ich auch gerade. So, wo gehe ich denn mal hin? Schusswaffenschaden, Expertise, Gesundheit, Shield. Was ich eigentlich wollte, ist Waffe wechseln mal wieder. So. Will jemand ein langsames MG mit Explosionsschaden? Haut rein, aber schießt halt nicht schnell. Das würde ich mir gerne mal angucken. Also mit dem Ding habe ich gerade zwar gegen den gerockt, aber das ist halt nicht so ganz meins, meine. Oh, Waffenkiste. Das würde ich mir gerne angucken, das MG. Ebenfalls. Waffenkiste. Nein. Damit, ich krieg wieder keine. Nein, will ich beides nicht. Oh, Schrot, ich muss die Schrot schnell ausrüsten, Moment. Das müsste ich auch mal schauen. Ah, Geld, Geld, Geld. Hier kann ich überall Geld aufnehmen. Die gelbe kann ich nicht brauchen, die andere wäre ungefähr gleich bis schlechter. Gelbe. Die andere ist ein bisschen besser. Also ich habe meine Ansprüche schon abgelehnt. Also mir ist gleich, was ist mit deiner SMG, die du noch übrig hast? Dann nimm du dir die Pump Action und zeig mal deine. Bitte? Du hattest doch gesagt, du hast irgendwie was über oder so, ne? Ja, schon. Hab ich doch gesagt. Will ja, haben. Zeig das Ding mal her. Moment. Dann würde ich auf die Pump-Action verzichten. Ey, bäh, die untere ist wieder voll zu schnell, wie du abdrücken kannst. Da krieg ich schon wieder Kosten. Ich hab ein Maschinengewehr, das so ist. Ach, ist mir bewusst. Wo ist er denn? Da, Basti. Sollte ich sie auch zeigen? Die Feuerrate ist halt unten, aber sie hat halt Explosionsschaden. Ich muss gerade gucken. Bisschen stärker ist sie und sie hat Explosionsschaden. Ja, nehme ich gern. Willst du was im Gegenzug? Weiß nicht, ich zeig sie jetzt erst noch mal an. Zupzep. Ja, die ist schon ganz nett. Wenn ich die vergleiche mit meiner. Ich sag nur, beachte die Feuerrate, weil sie war cool, aber wo ich sie dann gerade gebraucht habe, ihr habt gesehen, wie oft ich gestorben bin, auch wenn ich Nahkampf bin, aber. Okay, aber die Feuerrate wäre schon mal höher als meine. Von was? Von deiner Schrot oder von deinem MG? Muss ich das nämlich nicht schauen. Vergessen. Stimmt, ich weiß nicht, ob was da jetzt hier stand. Core Impact. Nee, da unten die ist es. 4-2. Ja doch, ich habe eine Feuerrate von 4-2. In der ausgerüsteten Field Rifle. Da du mir aufgrund dessen so leid tust, darfst du sie gerne hier haben. Kannst reinschauen. Du hast eine Feuerrate von 19,2, Freund. Das wo war ich denn jetzt? Ah, ich bin bei Ladegeschwindigkeit. Toll. Du weißt, dass 4,2 ist wie Schrotflinte. Kaboom, warten, kaboom, warten, kaboom, warten. Und du hast ratatatata. Ja, okay, okay. Ich wollte es nur angemerkt haben, deshalb habe ich extra betont. Alles cool, Schaden auch, aber Feuerrate kacka.
Also das ist wie ein quasi ein Granatwerfer funktioniert das Ding, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, dann behalte ich doch lieber meine. Nicht gehalten, okay, halte Basti. Nicht gehalten. Nö, ich bin gerade zufrieden mit meiner. Ich habe noch was anderes gesehen in meinem Inventar. Seid ihr denn jetzt noch mit Tauschen und so weiter beschäftigt? Nö, ich sag mal, Obi darf's gern verkaufen. Also eine Zigarette wäre auch mal zwischendrin nicht verkehrt. Rauchen ist ungesund, nicht gewusst. Ach echt? Ja. Oh ja, da gewöhne ich es mir jetzt mal ab. Gut. Nicht. Wie viel Kohle habt ihr inzwischen? Immer noch? Ah ne, 1,3 mittlerweile. Ich schau mal nach. 1,2. Was macht ihr falsch? Wie oft verkaufst du denn Waffen? Immer. Eben, ich habe jetzt fünf. Seit der letzten Reise keine mehr verkauft. Ich bin bei 2 und kann noch 10 Waffen verkaufen. Hat's bei euch auch geblinkt? Nö. Nee, wir haben angezockt schon. Ich glaube, dann sollten Desert und ich ein bisschen öfter Waffen nehmen. Ihr müsst sie nur aufsammeln, ihr rennt einfach weiter und weiter und weiter und ich gammel euch hinterher, weil ich Sniper und dann liegt halt neben mir was und ihr rennt weiter und dann nehme ich es halt mit. Und das, was ich vorher gemeint hatte mit einem gemeinsamen Punkt. Claptrap ist weg, ich glaube, dann können wir jetzt auch mal reisen. Ja, aber dann machen wir doch hier mal kurz einen Break. Können wir gern machen. Wäre ich auch für. Dann kann Mr. Suchti suchten. Als wenn nur ich das möchte. Nee, aber wir machen es halt nebenher. Rauchen ist ungesund. Dann suchtet ihr mal und ich mache mich mal 1,5 Liter leichter. Gut. Dann bis gleich. Genau. So, das war's dann auch schon wieder für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. In dem Sinne, Tschüssikowski.